Hi, ich bin's, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht. Heute möchte ich euch ganz kurz etwas sehr Praktisches für Zoom-Meetings zeigen. Und zwar geht es darum, wie man erlauben kann, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Chat Dateien transferieren können. Oft geht das nicht, weil es in den Standardeinstellungen so nicht eingestellt ist. Und oft ist es nach Breakout-Sessions oder so sehr praktisch, wenn man sich kurz Dateien hin und her schicken kann. Und das funktioniert tatsächlich in Zoom. Ich habe das gestern von Peter Glor gelernt, der ist Kollege von mir an der Uni Zürich. Und er hat mir das kurz mitgeteilt. Ich danke ganz herzlich, Peter, für diesen Hinweis und zeige auch gleich, wie es geht. Also ihr müsst euch einloggen bei Zoom. Also bei mir ist es jetzt uzh.zoom.us. Bei euch kann es sein, dass es einfach zoom.us ist, weil ihr ein Zoom-Konto habt, aber vielleicht ist auch eure Institution hat eine eigene Seite. Wenn ich mich da einlogge in einem Browser, also ich bin jetzt nicht in der Zoom-App drin, sondern ich bin einfach in einem Webbrowser, hier Firefox drin, eingeloggt bei Zoom, dann sieht es so aus. Und dort kann man nämlich die Einstellungen vornehmen, die in der App gar nicht machbar sind. Wenn ich jetzt hier auf Settings gehe, also die Einstellungen, dann gibt es ja ganz viele tolle Einstellungen, die man mal alle grundsätzlich prüfen sollte. Ich habe das auch schon in einem Video gesagt. Also geht das wirklich mal in Ruhe durch und überlegt, wie möchte ich das in meinen Meetings haben. Jetzt, wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, kommt in Meeting Basic. Und da kommt Chat, also ich kann grundsätzlich diesen Chat auch disablen, wenn es mal ein Meeting geben sollte, wo ich finde, das stört jetzt nur, wenn da jemand was in den Chat schreibt, dann könnt ihr es ausschalten. Private Chat kann man einschalten und ausschalten, wenn man nicht möchte, dass die Teilnehmenden untereinander chatten. Ich schalte das jetzt mal ein. Und jetzt hier Send Notification, wenn man joins or leaves, das heißt, dieses die Ding, wenn jemand reinkommt, das könnt ihr auch ausschalten. Und hier File Transfer, das ist jetzt eigentlich der Punkt, den wir brauchen. Das schalte ich jetzt ein. Jetzt, Your Settings have been updated. Also das wurde jetzt verändert. Das seht ihr jetzt hier. Das habe ich auch alles gemacht. Ich glaube, ganz unten kann man es noch speichern. Das ist jetzt, doch, das ist schon gespeichert. Und ich mache mal Host the Meetings. Host the Meeting. Ich starte das mal. With Video on, dann könnt ihr auch gleich sehen, wie es aussieht. Ah, ist jetzt ganz schlecht. So. Ich habe noch nie mit Firefox einen Link geöffnet, deshalb dauert das jetzt einen Moment, bis dieses Zoom-Meeting geöffnet ist. Aber jetzt kommt schon. So, und ich bin im Zoom-Meeting drin und ihr seht jetzt auch, wenn ich hier jetzt zum Chat gehe, dann kann ich hier unten, ich muss kurz mein Fenster, ich bin jetzt doppelt hier, so, ja super, dann muss ich hier unten, kann ich die Nachricht eingeben und hier kann ich jetzt von meinem Rechner eine Datei auswählen und die hier tatsächlich auch verschicken. So, ich nehme jetzt hier mal ein PDF und tatsächlich, ihr seht, das wird verschickt. Super, das war es eigentlich schon. Also ihr müsst es nicht hier drin machen, nicht in dieser Zoom-App, sondern nochmal im Browser Firefox, Chrome, sowas hier drin. Auf diese Einstellungen gehen. Ich gehe nochmal zurück. My Settings und dort könnt ihr es einstellen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.